dann weg mit dir. Wir können ein neues. Okay. Ja, weg. Wir können hier noch eins hinbauen. Das werden wir auch machen. Um das Möglichste, möglichst viel damit rauszukriegen. 77, 87. 93 war hier gerade. Mal kurz drehen. 99. 111. 99, 111. Nehmen wir 111. Wo war das? Ungefähr hier so, ne? 101. Okay, nicht 111. 111? Ah, 101. So, dann lassen wir den da weiterarbeiten. Erstmal ein Stromkabel, das kommt dann wieder weg. So, die Idee war, was ist hier los? Der hat auch nichts mehr. Die Idee war, dass ich vielleicht an den Linien hier Strom generiere, indem ich da Solarpanels hinsetze. Und zwar... Naja, hier so halt, ne? Mach das mal. Weil hier wird kein Staub produziert. So, erstmal so 3 Stück. Das Ding ist weg. Da können wir auch ein neues hinbauen. Sektor scanned. Beton. Da muss erstmal eine Drohne hinfahren, um das zu zerstören. So, das da hinten ist auch da. Sehr gut. Ah, das ist auch weg. Hammer. Läuft ja wie am Schnürchen. So, 175, 183, 183. Dann geht er mal weg, bitte. Metall. 183. Das ist schon das Maximale, ne? 187. Oh. 187 nehmen wir. Möglichst viel natürlich mit einem Ding mitnehmen. Stromkabel. Denn es kostet jedes Mal ein bisschen kostet es das Ausschlachten. Ich glaube, man macht ein bisschen Minus. Ich gebe mal eins irgendwas zurück. Und wie viel kostet das? 6 und 3. Ja, also das ist nicht so produktiv, was ich gerade mache. Complete. Aber dafür habe ich... Holy fuck. Dafür habe ich, ja, habe ich diese blauen Dinger hier hoffentlich weg. Wir sind da noch drin. 175. Ja, der müsste es jetzt leer machen eigentlich. Hier hinten ist aber eigentlich noch was. Mal gucken. So, die produzieren jetzt hier Strom. Ja. Beton ist schon wieder fast voll. Wir müssen mal langsam hoffen, dass wir die Kuppel haben hier. Die müsste aber jetzt kommen, oder? Ja. Das ist gut. So, Polymerfabrik nehmen wir mit. Brauchen wir. Und danach brauchen wir eigentlich schon das hier, oder? Maschinenfabrik. Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Was ist das hier? Gebäude immer, der Kumbus immer mehr. Nachhaltige Architektur? Hä? Na gut. Und hier ist irgendwas anderes, oder? Wasserrückgewinnungssystem. Das ist schon geil. Das ist das gleiche Logo, ne? Das gleiche Bild. Ja, warten wir, wie gesagt, auf die Kuppel. Dann errichten wir schon mal die Kuppel, schließen alles an und lassen die ersten Leute herkommen. Kann man die schon wieder starten? Nee. Klar, weil ich eine... Ich habe keine Dings gebaut, ne? Treibstoff. Stellt Treibstoff aus Wasser her. Okay, das braucht nichts. Das heißt, ich schließe das einfach erstmal hier an, oder? Würde ich jetzt so sagen. Machen wir das mal? Machen wir das schon? Überlege gerade, wie ich es hinbaue.
dass es einigermaßen cool aussieht. Einfach so, dann kann ich da so eine Reihe hinbauen. Wo ist denn hier Rohre? Warte mal. Achso, aus Wasser. Okay, er braucht Wasser. Ach, der braucht noch Strom. Fuck off. Stromkabel. Einfach von da abgeknüpft. Ich glaube, das ist ein gutes System so. Mit dem Strom und Wasser übereinander. Was war das? Hier ist irgendwas explodiert. Habt ihr es gehört? So, ich werde jetzt... Ja, ist okay. Ich werde jetzt einen langen Weg mit dem machen. Ich hoffe, es schafft es. Oh, sorry. Ich werde ihn mal anklicken und gucken. Ich meine, er darf ja nur bis hier hinkommen, wenn er hinfährt. Ja, schafft er von der Zeit her. Das ist schon 2 Kästchen weit. Das ist gut, dann lass mal den mal fahren. So. Was haben wir denn hier? Berge. So. Kommt da überhaupt irgendeine Drohne hin, um es abzuholen? Irgendwas kommt da hin, oder? Ja, die hier oben. Gott sei Dank. Ich habe schon gerade gedacht, ich habe Kacke gebaut. Und die halt auch gerade. Das heißt aber, wir produzieren jetzt Treibstoff, oder? Ja, sogar gar nicht so wenig. Das ist gut. Gucken wir mal hier rauf. Ja, Polymere muss ich herstellen. Maschinenteile. Polymere und Maschinenteile muss ich jetzt auf jeden Fall herstellen. Da sind wir in Minus gerade so von Verbrauch her. Wie sieht es hier aus? Ja gut, Metall natürlich auch, klar, logisch. Das ist aber noch okay, weil wir haben ja das Ding hier, was rumfahren kann, ne? Und das kann hier unten noch auf jeden Fall was holen. Das reicht auf jeden Fall von der Zeit her. Flupp, hol mal mehr. So, wo ist der kleine Wicht? Ist der schon da? Er ist schon da. Cool. Cool, cool. Wie lange brauche ich denn jetzt zum Forschen? 30. Proturm 3. Proturm 10, sorry. Until today, the only place we'd thought you could find Ice 15 outside of a lab was on an icy planet or a moon. And here we find it on Mars. Wir haben Ice 14 gerade gefunden. Ach, großes Wasservorkommen. Cool. Und da haben wir 500 Milliarden, sind es, glaube ich, weil es Dollar sind, gekriegt. Sector scanned. Anomaly found. Da unten, okay. Wir haben Wasser also auf dem Mond in Eisform entdeckt. Okay, das war bekannt, dass es das gibt, glaube ich, inzwischen, ne? Aber wir spielen es ja so ein bisschen nach. So, wie sieht's aus hier, mein Freund? Hm? Hälfte. Die Hälfte haben wir. Und wir haben echt viel erforscht schon, aber der Forschungsbaum geht ja noch ein Stückchen nach hinten. Die Hälfte haben wir sogar schon. Krass. Wir spielen doch gerade mal 40 Minuten, 50. Und wir haben noch nichts gemacht, außer Beton abgebaut und ein bisschen Wasser. Das ist was kaputt. Habe ich gerade gesehen. Was brauchen, wie viel Wasser brauchen das? 1. Wie viel produziere ich denn? Lass mich raten, 1? Ich produziere wirklich 1. Heiliges Scheiße. Aber es gibt noch die Dinger. Ja, da ist genug Wasser drin, ne? Können wir noch eins daneben setzen? Wieso macht das nur 1 von 4? Weil es schlechte Qualität ist? Das ist jetzt die Frage. Na gut, kriegen wir schon hin. Wasser zu holen ist nicht so schlimm. Hier unten war da irgendwas zum Forschen, oder? Ne, da. Da ist auch wieder Metall, sehr gut. So, sehr ruhig, ne? So, ich laufe die ganze Zeit auf dreifacher Geschwindigkeit, krass. Und wir sind schon bei Sol 20. Wir sind also schon 20 Tage auf diesem Planeten. Mit keinem Menschen. Aber, das ist nicht so schlimm.
Denn wir haben dafür alles schon mal vorbereitet. Wir sind halt nett. So. Und hier ist, glaube ich, die erste Kuppel wirklich ganz geil. Und die nächste dann hier oben. Die eine macht Geld, die eine Metall. Das stelle ich mir schon schön vor, hier so zwei Kuppeln. Auch wenn dieser hässliche Krater daneben ist, der hier. Oder ich stelle die halt hier hin und die andere da. Ich weiß nicht, ob das zu weit ist. Vielleicht können sie zwischendurch noch reisen. Müssen wir mal raussuchen, ob das geht. So, wie viel hat denn das Ding hier noch? 90, der ist bald fertig. Und der hier auch, oder? Ja. Das heißt, eigentlich könnten wir... eigentlich könnten wir doch schon das hier oben abbauen. Beton. Breakthrough discovered. Ja, okay, danke. 320. Okay. Kurz mal drehen. 326. So, dann bringen wir da das Stromkabel schon mal hin. Stromkabel, das geht natürlich hier nicht, weil ein blöder Berg im Weg ist, ja. Und da habe ich die... Ach, fuck off, ey. Habe ich das echt hingestellt? Naja. Gibt Schlimmeres. So. Und unsere Kette kann wieder starten. Da unten ist er. Den habe ich gesucht. Aber eigentlich kann er da mal da stehen bleiben, oder? Lass mal da stehen. Die Rakete kann schon wieder starten. Kann ich das machen? Jo. Und tschüss, Baby. Obwohl, lass mal die mal stehen. Ist gar nicht so schlimm, wenn die da steht. Die kann nämlich direkt was laden. Hier nämlich das Gold dann hier, was wir rausholen das erste Mal. Und dann schicken wir die mal zurück. Und wir haben gerade ein Breakthrough entdeckt. Multispiralarchitektur. Oh. Oh, eine längliche Kuppel. Das ist ja interessant. Interessant. Können wir leider nicht forschen gerade. Schon wieder eine. Das ist gut, dass wir den da stehen lassen haben. Hier, da, da bist du. Komm mal her. Da hast du was zum Gucken. Ach, so. Ja, schöne Mars-Tage, oder? Wir wechseln mal den Radio-Channel hier. Offizieller Mars-Kanal, wo doch kein Mensch auf Mars ist. So, das Ding muss mal repariert werden, Leute. Mach ich mal per Hand kurz. So, ja, Benzin haben wir auch schon, sehr gut. Das sieht ganz gut aus bis jetzt. Wir sind schon wieder voll von Beton, das ist nicht wahr. Wie viel Beton hat denn hier dieses... Stell mal da oben Betonlager hin. Also genau daneben. Ja, Beton hier. Research complete. Beziehungsweise mal hier. Hier nehmen wir den Drohnenlager einfach erstmal. Und zwar zwei Stück, denn das Ding wird wahrscheinlich zwei produzieren und ich brauche noch einen Müllhaufen. Oh, hier so in die Ecke. Bin mir nicht sicher, was wir mit dem Müllhaufen machen sollen später. Da unten war unser Freund, den holen wir mal wieder zurück zum Tanken. Ja, na, stell ich mal hier hin, da sehe ich dich wenigstens. So. Und der ist fertig, ne? Und das Ding ist immer noch da. Was mich gerade nervt. Brauchen wir jetzt noch so ein Scheißding dahin? Oh. Ja, reiß das mal ab. Betonextraktor. Los, explodier. Bäm. Ja. So, 42, 40, 40, 40, 40, 42, 8. 46. Danach ist es wahrscheinlich weg. Hoffe ich. So, machen wir wieder Strom hin. Ist doof. Finde ich nicht so cool. Und der ist auch hoffentlich bald fertig.
Ja. Oh, Halleluja, machen die viel Müll. Das ist schon echt hässlich hier hinten, ja. Ich verpeste den Planeten jetzt schon, obwohl ich hier gerade mal 22 Tage bin. Mist, das ist zu weit weg. Finde ich nicht so cool mit den Dingern hier. Und der da unten produziert ja, glaube ich, auch sowas. Ne, der hier. Oder? Ja, der produziert auch Steinmüll. Toll. Nicht funktionierendes Gebäude. Ist auch gerade fertig geworden. So, die bringen das weg. Das explodiert jetzt. Bumm, kabumm, weg damit. Und der nächste Atombeton-Extraktor. So. 44, 67. 81. 104. 109. Na, nehmen wir die 109, ne? So, Stromkabel. So. Was liegt denn da? Beton liegt da. Weil das hier hinten alles voll ist, ne? Yes. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Beton soll. Brauche ich das noch? Wahrscheinlich. Ich lagere es mal ein. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich hier mache. Aber ich glaube ja. So. Und danach gehen wir hier hoch. Machen wir die Hälfte und dann noch die da oben. Da haben wir unser Ziel erreicht, was wir wollten erstmal. Und wie sieht's hier aus? Ach, stimmt, wir können ja unsere Kapsel bauen. Das da unten mache ich erstmal nicht. Ich brauche erstmal eine normale Kapsel. Wo ist hier das? B. Cable fault reported. B. Ja. Kapsel. Mittlere Kuppel. Ach du Scheiße, das ist die groß. Oh. You're listening to Mars Official Radio with Pana Masculine. Das ist ja geil. Jetzt habe ich das Ding da. Ah, da werden sich die Nachbarn ja freuen, wenn das Ding da genau daneben ist. Das ist doch scheiße. Jetzt seid ihr da genau. Oh, was? Das funktioniert? Mal ernsthaft, ja? Sollten wir vielleicht eine kleine Kuppel bauen? Große Kuppel, kleine Kuppel. Große Kuppel, kleine Kuppel. Was machen wir? Machen wir eine. Ach, Mann, come on. Standardkuppel. Ja. Große Kuppel können wir immer noch hier. Guck mal, wir haben ganz viel Platz. Das ist die Arbeiterkuppel, die ich jetzt baue. So. Haben sie davon, weil sie so frech waren. Und ich stelle sie genau vor diesem Abbauding hin, weil es so super schön ist. Obwohl ich da ein bisschen Angst hatte, dass ich das nie wieder wegkriege. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen stelle ich sie doch woanders hin. Mann, das ist doch kacke. Jetzt ist dieses Kackding hier im Weg. Was ist denn hier? Ja, mach mal. Oh, was ist denn das da? Das nervt mich. Okay, auf die. Warte mal, ich guck mal kurz was. Ich teste was vorher aus. Betonextraktor. Okay, man kann es nebeneinander stellen. Wie viel habe ich da oben? 13. Wenn ich Glück habe, ist das. Ja, okay, ich baue es da jetzt einfach hin. Ich baue jetzt die Kuppel da einfach hin. Ihr wolltet das ja so. Hier. So. Und zwar genau daran. So. Habt ihr jetzt davon, ja? Oh, ich bin jetzt beleidigt. Na? Wegen euch. Weil ihr gesagt habt, bau die Kuppel da hin. So. Und ich habe ja gesagt, ich habe schon ein bisschen rumgetestet. Das heißt, ja gut, das Ding wird jetzt gebaut, ist klar. Aber...